Die Innenminister der 5 Mittelmeerländer an vorderster Linie der Massenimmigration nach Europa sind in Athen zusammengekommen. Sie möchten, dass die EU-Partner die Last gerechter aufteilen. Ihre drei Forderungen: bessere Zusammenarbeit mit den Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Südasien, aus denen die meisten Migranten und Asylsuchenden in Europa stammen, größere Bereitschaft anderer EU-Mitgliedstaaten, neu angekommene Migranten aufzunehmen und ein zentralisierter europäischer Rückführungsmechanismus. Der maltesische Innenminister: Wir wollen nicht länger für unsere geografische Lage bestraft werden. Wir wollen nicht länger alleingelassen werden mit irregulären Ankünften aus Drittländern. Wir wollen nicht länger dafür bestraft werden, dass wir auf See Leben retten. Sein spanischer Kollege: Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern können wir irreguläre Ankünfte vermeiden, Menschenhandel, den Handel mit Einwanderern und natürlich den Verlust von Menschenleben. Mehr als 1000 Menschen demonstrierten am Samstag im Zentrum von Athen aus Solidarität mit Migranten und Flüchtlingen. Die Demonstranten forderten Sicherheit, Asylrecht und Bildung für Migranten, die sich oft erschütternden und gefährlichen Reisen aussetzten, um an die Küsten Europas zu gelangen. Das private Hilfsschiff Ocean Viking hat in internationalen Gewässern vor Libyen am Samstag mehr als 100 Bootsmigranten an Bord genommen, so die Betreiberorganisation.